Hey ho, meine Lieben! Heute zu Ostern machen wir, oder mach ich. Jetzt ist schon zu spät. Sag doch einfach mal was! Kann ich doch nicht, wenn die Cam läuft! Einen leckeren Krustenbraten? Nee. Was mein nee? Schatz, den mache ich heute, den Krustenbraten. Und was ist mit mir? Ja, du bist mein Helfer. Ach, ich bin degradiert worden? Ja. Okay. Aber die Spätzle darf ich nachher neihobeln. Ja, das darfst du. Okay, also leckeren Krustenbraten, den die Chefin macht und... Mit selbstgemachten Spätzle. Ganz genau. Und wir haben noch was ganz Schönes geholt gestern. Was war denn das? Keine Ahnung. Den Spargel. Ah. Gibt's auch noch dazu, mein Schatz. Einen grünen Spargel? Ja. Den mache aber ich. Den kannst du machen. Okay, wunderbar. Also, Attacke, auf in die kleine, aber feine Küche. So, Freunde, wir stehen jetzt hier. Wächst der Spätzle eben. Wächst ein Spätzleteig. Und Spätzleteig ist an und für sich ja kein Hexenwerk. Aber wenn man es noch nie gemacht hat, selber Spätzle, ja, dann nimmt man sich halt so ein Büchle zur Hilfe, das ich mir mal organisiert habe. Und ja, Grundrezept Spätzle. Und nach diesem Rezept legen wir jetzt einfach los. Spatzel, du wolltest den Teig machen. Wieso schüttelst du mit dem Kopf? Ich soll den Teig machen. Ja, dann mache ich. Ist mir wurscht. Ja, dann machst du den. Okay, dann mache ich den. Gut, aber dann muss ich mir erst eine Brille holen. Kann ja kein Mensch lesen, das kleingedruckte Mensch. Immer auf die Kleinen hier. Ja, du sollst mithelfen in der Küche. So. Ich lese mich erstmal schlau und dann geht's weiter. Sauderle, halbwegs schlau gelesen. Wir brauchen jetzt... Insgesamt 400 Gramm Spätzlesmehl, 2 Esslöffel Hartweizengrieß, dann nehmen wir einfach das Semola, Teelöffel Salz, 4 Eier und 150 bis 200 Milliliter Mineralwasser. Gut, dann wiege ich mir jetzt erstmal das Spätzlemehl ab. Ich gehe auf. Und das sollte reichen. Wie viel habe ich gesagt? 400, gell? 400. Na komm schon, komm schon, komm schon. Spannend, spannend, die Spannung steigt. Fast wie Gold wiegen. 380. Und 3 Gramm, egal. So, 2 Esslöffel Hartweizengrieß. Dann können wir gleich noch den Teelöffel Salz mit hinzuhauen, wenn ich es denn finde. Ein Teelöffel, doch, ab in die große Rührschüssel, ich stelle auch dazu die Cam um. So, ab in die große Schüssel, dann kann nämlich die Waage auch schon wieder weg. So, die Eier mit hinzukloppen. Ups. Nee. Ah, Hilfe! Eine Schale, ich halte sie fest, das Eckerl. Will ich hier natürlich Spätzle ohne Knirschen hinterher zwischen der Zähne haben. Ganz klar. Hey, das sind ja fast Panzereier.
Und ich weiß nicht, warum ich nach dem Eier aufkloppen immer aussehe wie, ja. Naja, erstmal Hände waschen. Jo, und was steht hier drin? Nur so viel Wasser dazugeben, bis der Teig durch das Schlagen Blasen schlägt und glatt und elastisch ist und zäh vom Löffel läuft. Den Spätzleteig 20 Minuten quellen lassen. Ja, und das wird wahrscheinlich die große Kunst sein am Spätzleteig, den ja genauso hinzubekommen. Also erst einmal einen Schluck Wasser und beobachten. Und ja, wenn der Teig soweit ist, hole ich euch wieder hinzu. So, dann schalten wir mal hier aus. Mein Löffel. Ich würde sagen, er läuft zäh vom Löffel runter. Ja, sieht gut aus. Lass man ganz einfach 20 Minuten jetzt hier drin stehen. Setzen dabei schon mal das Wasser zum Kochen auf. Weil bevor man verwenden, soll man noch einmal ordentlich durchschlagen. Das machen wir natürlich hier drin. Hier nebenbei fängt Spatzel schon an, das Gemüse zu schnibbeln und zu schälen. Aber das sehen wir nachher dann extra. Wasser kocht und sprudelt im Hintergrund. Ja, der Teig ist wieder etwas zäher geworden. Noch einmal kurz aufschlagen. Und dann sehen wir uns auch schon drüben am Topf unterm Spätzlehobel. So, ein Deckel runter. Spätzlehobel, den habe ich ja schon eine ganze Zeit lang hier liegen. Na, genau. Das muss ich auch erst noch gucken, wie ich das am besten mache. Tja. Hier, nimm mal. Ja. Und dann hobeln wir die Spätzle einfach da ins kochende Wasser rein. Ui. Kannst mal gleich die nächste Ladung reintun. Komm, Schatzi, komm. Gib her. Ja. Mein Spätzlehobel fliegt auseinander. Ein klein bisschen flüssiger hätte man vielleicht machen können, aber es funktioniert. Und wie man jetzt lange Spätzle macht, habe ich keine Ahnung. Ja. Halt, nein. Die kochen wir jetzt erstmal fertig. Und dann fischen wir die ab. So 2 Minütchen köcheln oder so. Probieren. Oh, heiß. Ja, astreine Spätzle. So, einmal aufgeköchelt. Haben wir ein Sieber großes da? Weiß ich nicht, mein Schatz. Hier oben haben wir ein Sieb. So.
dann holen wir die ersten Spätzle raus. Und wenn wir jetzt komplett die Ladung neu gemacht hätten, wäre das viel zu viel auf einmal geworden. Deswegen machen wir das eben auf zweimal. Dann werden die Spätzle einmal ganz kurz kalt abgeschreckt und kommen dann in ein Behältnis rein, ja, wo sie auf den Einsatz warten. Kurz vorm Essen können wir die nochmal in der Pfanne kurz anbrutzeln, aber nur ganz kurz und dann ist gut. So, einmal kurz abgeschreckt und ja, 400 Gramm werden schon eine Menge. Das ist ja erst der erste Teil. Und dasselbe Spiel mache ich jetzt mit der nächsten Ladung und schmecken gut. Schauen wir danach dann an, wie viel das insgesamt geworden ist. Ja, da wäre der Krustenbraten und das Gemüse fertig. Hier noch eine Brühe. Und hier haben wir jetzt meine Spätzle. Da muss ich noch nach einem Rezept schauen, wo wir ja komplett 500 Gramm Spätzlesmehl verwenden können. Weil 400 Gramm und dann wieder 100 Gramm übrig, das geht mal auf den Keks. Ja, gut. Aber sie sind gut, sie sind einmal frei geworden. Die kann man jetzt hinterher kurz nochmal in der Pfanne anrösten oder einfach bloß in der Schale in der Mikrowelle wieder warm machen. Die große Sauerei ist vorbei mit der Spätzle. Fertig, die stellen wir jetzt einfach auf die Seite und Spatzel! Ja? Ab jetzt gehört die Küche dir. Dankeschön!